Brother, The Tale of Two Sons. Aus der letzten Folge haben wir die Frau vom Troll geholfen, dort rauszukommen und haben den einen bösen Troll überlistet. Dann kam wieder ein Troll an. Den mussten wir auch irgendwie vernichten, ja. War ein bisschen komplizierter gewesen, aber wir haben es hingekriegt. Yay! Und dann sind wir weitergegangen, dann kamen auf einmal nachts Wölfe an und das war nicht so toll. Und dann sind wir in Gefahr geraten. Ob wir da aus der Gefahr wieder rauskommen, werden wir jetzt sehen, ne? Fange ich auch direkt mal an. Ich hätte mal da nur zu quatschen. Ich hoffe, es hat euch letztens die Folge gefallen. Ja. Ich hoffe, wir kommen aus der Gefahr da raus und sehen, was noch alles so passiert. Das sah noch immer nicht so geheuer hier aus. Oha. Das scheint wie die Mutter auszusehen. Oder so. Die scheinen irgendwie zu träumen oder irgendeiner von denen. Können wir die großen Bruder? Nee. Die großen Bruder können wir nicht bewegen. Das ist unser Vater. Was geschieht denn da jetzt auf einmal, ey? Okay. Ach, Nai hat geträumt, dass Nai ihn umbringen würde. Boah, das wäre auch was schrecklich gewesen, wenn Nai seinen kleinen Bruder Nai getötet hätte. Voll verwirrend, Nai. Aber ist aber zum Glück wieder Tag. Können wir weitergehen. Das heißt, sie haben die Gefahr überstanden. Hoffen wir mal, nicht, dass uns weitere Gefahren lauern. Mei, hat das schon gereicht? Oh. Oh. Maruhadi, da. Lamut. Oh Gott. Können wir irgendwie das Seil durchschneiden, oder? Lösen. Gott, was hier passiert. Können wir irgendwas tun oder hier lang gehen? Jetzt haben wir wenigstens ein Leben gerettet. Das Haus ist irgendwie von denen niedergebrannt. Da scheint noch was zu liegen. Ah, oh, da will er stehen. Okay, das ist eine Spieluhr irgendwie. Oh Mann, das ist echt traurig.
Oh nee, nee, nee. Haben wir die zusammen beerdigt? Können wir eigentlich weitergehen, oder? Ja, passiert so nichts. Da unten war ja nichts mehr lang. Gehen wir da oben lang. Ah! Verdammt. Ich muss die andere Reihenfolge halten. Okay, was kann man hier machen? Ah, okay. Okay, mit der Brücke kann man nichts machen. Also, wir können aber hier runter dackeln. Ah, wir können hier die Brücke einrasten. Das ist gut. Ah, seht ihr? Manche Sachen sind so einfach direkt so zu lösen. Andere wiederum was schwerer. Dum dum dum. Müssen wieder so hin und her kraxeln wie immer. Ah ja. Oh. Was geschieht denn hier? Das ist voll lustig. Wir sind gerade eben mit Nai zuerst vorausgegangen und dann mit dem großen Bruder. Voll lustig. Dort müssen wir hin. Irgendwie. Oh. Boah. War gerade hängen geblieben kurz. Wir können so eine Ziege nehmen, weil... So sind die denn sonst hier. Cool, wir können mit Ziegen reiten. Oh, da lang. Ich vertausche immer die kleinen beiden. Warte mal. Direkt mal so ein Bild gemacht davon. Der eine läuft automatisch da lang, der andere da lang. Und da hauen die Ziegen wieder ab. Lassen sie uns allein. Okay, der Große kann nicht langlaufen. Ah, okay. Lassen wir mal den großen Bruder nehmen. Und der ist stärker als wir.
Okay, der große Kubuda kann mal wieder nichts nehmen. Kommen die Großen nicht darüber? Doch, wollte gerade sagen. Oh, Mann, 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 ist das eine blöde Kurbelei. Wie der dackelt. Oha, seid ihr irgendwie wie so ein Fliegen oder sowas? Keine Ahnung. Gucken wir aber trotzdem mal hier nach, was hier noch ist. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Okay, wir sollen da lang. Gucken, was die Uhr sagt. Wieso geht er nicht weiter? Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin mit dem Fliegen. Weil. Oh oh. Wow. Oh nein, 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 nein. Wow. Was? What? Wir versuchen es einmal. Wenn wir das jetzt nicht hinkriegen. Schauen wir mal, dass wir es vielleicht schauen, wie wir es hinkriegen sollten. Oh Gott, ich habe Angst. Oh. Ach so, ah, warte, 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 warte. Ich versuche es noch einmal. Mann, 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 Mann. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eine Idee. Direkt nach links dackeln mit beiden. Hat funktioniert. Scheint echt schwer zu sein mit dem Fliegen. Oh was? Kurz am Ende oder so vom mit dem Fliegen hat es dich hingehauen. Ey, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das regt mich jetzt gerade auf. Nee. Blöd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Brother Tale of Tucson. Wir sagen bis zum nächsten Mal.